der dessen ganze Politikzeit zusammengebrochen. Wie stehen denn die Chancen gegen Jelzin? 50-50. Für Jelzin steht viel auf dem Spiel. Und gleich zu Beginn des heutigen Tages erlitt er seine erste Niederlage. Er hatte erfolglos verhindern wollen, dass der Kongress über die Verfassungsmäßigkeit seiner Politik diskutiert. Den Rest des Tages verbrachten die Deputierten damit, die Politik Jelzins zu kritisieren. Entscheide werden erst in den kommenden Tagen erwartet. Sachen im russischen Parlament, dem Volksdeputiertenkongress, begonnen. Die Sondersession des Kongresses, sie ist heute Morgen eröffnet worden und wird mehrere Tage dauern. Die Mehrheit der Volksdeputierten gehört zu den kommunistischen und nationalistischen Gegnern Boris Jelzins. Der Kongress möchte die Vollmachten des Präsidenten weitgehend einschränken. Konkret geht es um ein Referendum über das Regierungssystem, das Jelzin am kommenden 11. April anstrebt. Parlamentspräsident Chasbulatov warf Boris Jelzin vor, seine Regierung habe kein Programm, wie die Wirtschaft stabilisiert werden könne. Ein Antrag der Konservativen, gegen Jelzin ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, ist aber gescheitert. Doch der größte Feind Jelzins